Guten Morgen, eine neue Woche und ein neuer Start mit Shalom Hayom. Das möchte ich euch jetzt auch wünschen. Shalom Hayom. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid und wir wollen heute weitermachen mit den Sprüchen der Väter. Doch zunächst einmal die Bracha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidushanu b'mitzvotav v'tzivanu lasok bedivrei Torah. Amen. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Wir sehen hier eine Hand mit Samenkörner, die fallen in die Erde. Und wir alle kennen das Sprichwort, was man sät, das wird man ernten. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist das, was will ich eigentlich ernten in meinem Leben? Das stellt sich übrigens jeder Bauer. Bevor er anfängt, sein Feld zu bestellen, da überlegt er sich, was möchte ich ernten? Und wenn er Weizen ernten möchte, dann wird er Weizen säen. Und wenn er Gerste erst ernten möchte, dann wird er Gerste säen. Also was möchte ich ernten? Und das bestimmt dann auch den Samen, den ich ausstreue. Und natürlich möchte der Bauer eine reiche Ernte einfahren. Und dann ist es wichtig, dass er dementsprechend die Samenkörner auch aussucht. Er wird gutes Saatgut nehmen, kein verdorbenes. Denn er möchte ja eine reiche Ernte haben. Samenkörner in unserem Leben. Samenkörner, das sind unsere Gedanken. Denn das, welche Gedanken wir sehen, wird entscheiden, was ich tue. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Also, mit was beschäftige ich mich den ganzen Tag? Was geht durch meinen Kopf? Was möchte ich zum Schluss erreichen? Und die Sprüche der Väter, die wir heute betrachten wollen, sagen Folgendes dazu. Er sagte, das ist Hillel, ferner, mehr Fleisch bedeutet auch mehr Gewürm, mehr Güter, mehr Sorgen, mehr Mägde, mehr Unzucht, mehr Knechte, mehr Untreue, mehr Frauen, mehr Zauberei, mehr Torah, mehr Leben, mehr Lehre, mehr Weisheit, mehr Rat, mehr Einsicht, mehr Liebeswerke, mehr Frieden. Wer einen guten Namen erworben hat, der hat ihn für sich erworben. Wer Worte der Torah erworben hat, hat die zukünftige Welt erworben. Das ist jetzt eine Fülle von Gedanken und wir werden uns einfach fokussieren. Wir fassen einmal den ersten Teil oder ich fasse einmal den ersten Teil zusammen. Hier geht es um die verschiedenen Bedürfnisse und Genüsse im Leben. Wir alle brauchen Essen und Trinken. Wir alle brauchen Besitz. Wir alle möchten unsere sexuelle Leidenschaft befriedigen und die Menschen möchten auch Ehre und Ruhm. Und da ist zunächst einmal nichts Falsches dran. Aber hier heißt es immer mehr, 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 mehr. Und so ist es. Wenn ich ausschließlich mich mit diesen Dingen beschäftige, dann werde ich auch alles das ernten, was hier steht. Wenn ich immer mehr Geld möchte und mehr Macht und mehr Einfluss, dann endet das so, dass ich auch mehr Sorgen habe. Entschuldigung, ich mache das Telefon aus. Tut mir leid, aber bevor das jetzt 10 Minuten klingelt, ist es so einfach besser. Also ich komme zurück. So ist das Leben halt. Wenn ich mich nur um diese äußerlichen Dinge kümmere, dann ernte ich auch das. Dann habe ich zum Schluss eben halt Stress und habe zwar große Reichtümer, aber auch viele, viele Sorgen. Und wenn ich meine Leidenschaften nicht in den Griff bekomme, wird mir auch das schaden und äußere Ehre und Glück zum Schluss. Das haut nicht hin. Das ist nicht mein Leben, was eigentlich mein Leben ausmacht. Der zweite Teil hier, da geht es um mehr Torah und mehr Leben und mehr Weisheit.
Das ist etwas, das betrifft meine Seele. Der Mensch besteht aus einem Körper und einer Seele und der Körper hat Bedürfnisse und die Seele hat Bedürfnisse. Und worauf es eigentlich ankommt, ist, dass ich meine Seele versorge. Paulus sagt im Galaterbrief, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und ich denke, dass das genau hier zusammen ausgedrückt wird mit dem, was wir hier in Sprüche der Väter gerade gelesen haben. Ich komme noch mal zurück zu unserem schönen Bild und lege meinen Fokus jetzt darauf, wer Torah mehrt, der mehrt das Leben. Darum geht es, Torah zu mehren und dann mehre ich das Leben. Denn die Torah, die ist Heilung für meinen Körper und Erquickung für mein Gebein. Das lesen wir in Sprüche 3, Vers 8. Die große Frage ist jetzt, wie mehre ich eigentlich die Torah? Und da geht es zunächst einmal um mich selber. Wie nehme ich die Torah auf? Was muss ich tun in meinem Leben, damit ja, es durchdrungen wird von Torah. Jeschua erzählt uns hier ein gutes Gleichnis. Das steht in Matthäus 13. Das ist das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld oder auch das Gleichnis vom Sämann. Sät der Sämann, ging aus, um zu säen. Und beim Säen fiel etliches auf den Boden und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand und ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war. Als aber die Sonne aufging, wurde es versenkt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen schossen auf und erstickten es. Wieder anderes fiel auf guten Boden und brachten Frucht. Das eine hundertfach, das andere sechzigfach, das andere dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Der Ackerboden, auf den der Same fällt, und das sind die Worte der Torah, das bin ich selber. Das ist meine Seele. Wie bin ich? Welches Feld? Ich höre die Worte der Torah und dann fallen sie auf den Weg. Und dann kommen die Vögel und fressen sie auf. Diese Worte der Torah fallen auf meinen Weg, auf den Weg, den meine Seele geht. Und die Vögel des Himmels sind alle die Gedanken, die dann also durch meinen Kopf schießen. Tja, ich habe es gehört, es war gut, aber dann denke ich schon wieder was anderes. Dann kann es sein, dass ich mich beschäftige mit meiner Ehre, mit meiner Macht, mit meinem Reichtum. Und schon sind die Worte der Torah verschwunden. Sie sind nicht tief genug in mich gefallen, eben auf dem Weg, wo die Vögel kommen und sie essen können. Dann haben wir den felsigen Boden, da gibt es nicht wenig Erde. Und gleich geht es auf. Und dann kommt die Sonne und verbrennt es. Was ist das? Ich höre das Wort, ich nehme es auf, es geht sogar auf, ich bin begeistert. Oh, das ist ja toll. Das, endlich habe ich was gefunden. Aber dann kommt die Hitze des Lebens und es gibt keine Wurzeln des Wortes in mir und so verdorrt es wieder. Und ich beschäftige mich wieder mit all den Dingen, die wir vorher schon gelesen haben und eben nicht mit dem Wort. Und dann haben wir noch die Dornen. Und die Dornen, die kommen und ersticken es, die Sorgen. Ich bleibe nicht beim Wort, sondern ich denke schon wieder an was anderes. Ach, ich muss noch das tun und dann habe ich noch die Sorgen und hier fehlt es an Geld und hier fehlt es an was weiß ich. Und es wird wieder erstickt. Und dann schließlich gibt es den guten Boden. Und der gute Boden, wo das Samenkorn dann wirklich hineinfallen kann, wo es eingeschlossen wird, wo es Zeit hat,
zu reifen und zu wachsen. Da kann das Samenkorn dann aufgehen und da kann es dann auch Frucht bringen. Und wir sehen, es gibt verschiedene Frucht, 100-fach, 60-fach und 30-fach. Wenn ich also das Wort der Tora höre und es so in mir, in meinen guten Boden fallen lasse, dann mehre ich die Tora und dann mehre ich auch das Leben. Zunächst einmal wird mein Leben gemehrt. Ich erfahre eine Bereicherung, ich erfahre Heilung meiner Seele, meines Lebens. Und dann habe ich auch mehr Freude. Jeschua sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Den ersten Block, den wir gerade hatten, die Bedürfnisse meines Körpers, das, was ich gerne haben möchte, Besitz und Befriedigung in meinem Leben, das ist ja nicht schlecht, es muss nur den richtigen Stellenwert haben. Wenn ich mich nur darauf fokussiere, dann wird es mir Sorgen und Ärger und Stress bringen. Wenn ich mich aber in erster Linie auf die Tora konzentriere, dann wird mir das alles zufallen. Dann brauche ich mich nicht zu sorgen. Dann habe ich von allem genug. Dann habe ich genug zu essen und zum Leben. Und dann kann ich auch noch andere Menschen bereichern. Denn wenn die Tora in mein Leben gefallen ist, dann habe ich auch mehr Weisheit und mehr Einsicht. Ich gucke weg von mir. Ich kann Liebeswerke tun. Ich bin nicht nur darauf fixiert, was kann ich noch mehr haben an Besitz und so weiter, sondern ich sehe die Bedürfnisse meines Nächsten und ich habe für ihn ein gutes Wort, eine gute Gabe. Ich helfe ihm und dann kommt auf diese Weise auch mehr Frieden in die Welt. Sprüche der Väter hier, der achte im Kapitel 2, sagt uns am Ende, wer einen guten Namen erworben hat, der hat ihn für sich erworben. Ja, das stimmt. Alle werden mich dann ehren und achten, weil ich einen guten Namen erworben habe. Aber wer die Worte der Tora erworben hat, der hat die künftige Welt erworben. Und darum sollte es uns gehen. Das sollte unser Ziel sein. Was möchte ich ernten? Das war die erste Frage, die ich gerade gestellt habe. Möchte ich nur Ehre in dieser Welt ernten? Oder möchte ich dann ernten in der künftigen Welt? Möchte ich sie erwerben? Also ich habe mich entschieden. Ich möchte wirklich die Worte der Tora erwerben. Und damit die künftige Welt. Das hört sich großartig an. Manche sagen, bist du verrückt? Was ist denn das für ein Ziel? Aber ich denke, das ist es. Das ist es, was Gott von uns möchte. Das ist es, was Jeschua von uns möchte. Was er uns erzählt in diesem Gleichnis. Wir sind der gute Boden, wenn wir es wollen. Und ich wünsche uns allen zusammen, dass wir wirklich dieser gute Boden sind, in denen die Worte der Tora fallen können. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und Shalom Hayom.